Schnappt euch was zu knabbern und zu trinken, lehnt euch entspannt zurück und genießt die Show, denn es ist Zeit für Let's Play GTA 3. Ja, im letzten Part haben wir die Schabracke von Salvatore kennengelernt, Maria. Und ja, ein bisschen schräg drauf, die Alte nennt uns Fifi. Ich glaube, wir sind der Hund von Salvatore. Naja, was will man von einer Schabracke wie der auch erwarten? Hat einen kleinen Auftritt in San Andreas. Arbeitet in einem lokalen, in einem Casino in Las Venturas. Ah, wir haben gar keine. Oh ja, wir haben eh eine Salvatore-Mission. Ah, komm, Facebook sei nervig so viel. So. Triaden und andere kleine Fische. We're at war. The Triads have a fish factory as a front. Most of their business goes down at the fish market in Chinatown. The laundry still owes us protection. They reckon the Triads are protecting them now, so I say we exact a fitting punishment. Take those boys over and whack the Triad warlords. Hell, if you get a chance, pop some of their soldiers too. Na ja, eigentlich brauche ich keine Verstärkung. Was soll denn das? Wieso schießt ihr auf mich, ey? Alter, auf wen schießt ihr? So, auf den kleinen Triaden. Ach so, ich weiß, was ich machen muss. Jetzt fängt die gleiche Scheiße schon wieder an. Da muss ich drei Autos zerstören, der Triaden. Oh nein, da muss ich drei Dinger zerstören. So, das wäre Nummer 1. Nummer 2. Holen wir uns schnell. Oh mein Gott. Oh mein Gott, sind das viele Chinesen, ey. Alter, vertreibt mir doch nicht meine Autos, ihr Penner! Kleinen Drecks-Chinesen, ey. Kein Bock auf euch. Ach komm, verpiss dich doch. Trifft sich gut, dass wir hier sind. Ja, scheiß Idaho. Jetzt glitsch ich in diesem Ding hier drinnen. So, Rüstung, komm her. Komm her, du geiles Auto. Du schwules Auto. Ja, diese Mission löst man etwas anders als ich jetzt. Oh komm schon, Cloud. Achso, ja, da steht das Auto mal anders hin. Okay, du willst nicht. Oh mein Gott!
Oh mein Gott, verdammte Scheiße! Alter, wieso will der Penner nicht draufgehen? Oh mein Gott, diese miesen Granaten. Stell mich hier auf. Komm schon, irgendeine Granate muss doch mal dort landen. Immer noch nicht, dann halt diese hier. Immer noch nicht, naja, und jetzt? Yeah, na endlich! Ich wollte mir jetzt nicht so ein Auto suchen und da reingehen. So, ja, aber jetzt kann ich mir ein Auto suchen. Oh Mann, das war der falsche. Egal. Ich muss eh zu Toni. Ah. Mann, ich rutsch. Er kann nicht mal. Das Auto kann nicht mal Kisten umwerfen. Diese kleinen Dreckschinesen schießen immer noch auf mich. Und die werden das auch nicht ändern. So, die Mission ist leicht. Explodierende Fische. Okay, I've had enough of this shit. We're gonna finish the Triads and Liberty once and for all. 8-Ball's rigged a dust cart with a bomb. It's on a timer, so if you mess up, there'll be no evidence. Go and pick up the dust cart. Careful. 8-Ball says it's real sensitive, and the slightest bump could set that thing off. Their fish factory will open its gates for a dust cart, so you can drive right in. Park up between the gas canisters and get the hell out of there. I want it to rain mackerel. We're talking real biblical here. Nothing low budget. Ja, kriegst du. Du kriegst kein Rotz. Wenn ich was arbeite, arbeite ich professionell. Okay, Kumpel. Den Mafia-Penner mal schön überfahren. Ah, da hinten ist er, ja. So, jetzt fahren wir wieder am Arsch der Welt. Ja, natürlich. Und mal wieder ein Viertel vom Schaden weg. Na toll. Hey folks, it's Andy. Riding on the Lips 106 Airwaves. Today I'm gonna play you some sassy ladies from the 70s, 80s and 90s. Here's a taste for you. In GTA Liberty City Stories kann man mit dem sogar Müllmissionen machen, also den Müll holen und so. Habe ich noch nie probiert. Aber eigentlich könnte man, kann man das schaffen. Das ist nicht so schwer, Leute, nicht so schwer. Ich fahre da meistens immer so gerne durch. Falsch abgebogen, hier muss ich abbiegen.
You're tuned to Lips. Boy, I tell you. Don't touch that radio. Und jetzt dorthin an. Yeah. Alter! Ihr kleinen Scheißchinesen! BAMS! Ah, die haben da was liegen lassen. So, und jetzt haben wir keine Tony-Missionen mehr, aber dafür nur Salvatore-Missionen. Yes. Ja, aber das war's auch für heute wieder. Wir haben zwei Missionen gemacht. Die letzten beiden von Tony. Und jetzt kommen die letzten Missionen von Portland. Und dann Adieu Stadt und Hallo Staunton. Ich finde das ja so geil, dass die trotzdem noch auf mich schießen, auch obwohl ich einen Karren von ihr von denen habe. Weil wenn ich so schnell fahre, können die gar nicht so schnell schauen, dass ich da drin sitze. Oh Mann, so, ich bin so gut. Ah, Flash. Oh mein Gott! Ich habe nicht gemerkt, dass der brennt. Naja, dann dürft ihr ja auch noch dabei sein. Und ich kann meine Waffen schon wieder neu sammeln. Ist ja ganz toll. Bleibst du stehen? Hallo? Seht ihr, das ist so geil. Ein Taxifahrer und er sieht, dass jemand hinterherläuft und er bleibt nicht stehen. Das ist in GTA 4 anders. Komm schon. Ach, weißt du was, du Osama? Dann leck mich am Arsch. Fick deine Mutter. Ja, genau. Ithaka-Musik, wenn ich sonst noch wünsche. Verpiss dich. Du bist kein Gangster. Yeah. Dann nehmen wir das hier und das hier und das hier und ja, ich würde sagen, das war's. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann, Freunde.